Hola, herzlich willkommen. EPA Spieltag 5, Season 4. Endlich. Ja, wir kommentieren endlich mal nach, habe ich gehört, Robin. Hat ein bisschen lange gedauert. Gute Idee. Also, lange ist so, in der Zwischenzeit haben wir zwei weitere Spieltage gespielt und ich bin 17 geworden. Ja. Also zwei waren es nicht drei, ist ein Spieltag 4. Nein, das ist Spieltag 5. Spieltag 5, okay, my bad. Ja, TPA Wochenende, ihr kriegt jetzt das Wochenende Videos, wenn ich geschissen bekomme zu schneiden, aber ich denke mal schon, dass ich mich dran setzen werde. Und der Draft wird nicht gestreamt, das ist Slow Draft, Leute, der ist jetzt nebenbei auf dem Discord. Ich weiß nicht, ob den anderen andere sehen können. Vielleicht erinnere ich Zato dran. I don't know. Oder solltet Sam. Ihr auf jeden Fall aktivieren. Ja, guckt rein, wenn ihr sehen wollt. Ja, ich und Robin haben auch natürlich unseren Rückrunden-Draftplan schon fertig. Komplett ausgebaut. aber für euch ist es jetzt das vorletzte Mal, dass ihr diese 12 Pokémon sehen werdet. Yay! Ich glaube, heute wird es ein bisschen sehr kurz. Wir wollten euch einfach nur den Spieltag zeigen, weil leider wir nicht aufnehmen konnten, da ich Besuch bekommen hatte an dem Tag und Robin nicht aufnehmen kann, weil sein Laptop, also er hat zwar einen besseren Laptop, er könnte wahrscheinlich vielleicht sogar aufnehmen. Das Problem an Robin ist, dass ein Akkukabel hat sich da auch mal wieder verabschiedet. Es ist insane. Es ist actually insane. 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. 2 Wochen. Und sein Akkukabel hat sich verabschiedet. Ja. Hast du mittlerweile ein neues? Nein, noch nicht. Wann kommt's an? Okay, dann kommen wir zu, das ist, oh Gott, Premium, unser Team von damals, warte mal. Kann ich den gegnerischen Kader zeigen? Das ist auch eine Idee. Ihr werdet, okay, für Robin sieht jetzt wahrscheinlich unser Team, aber ich werde so schlau sein und habe einfach, bevor ich das gewechselt habe, nachhinein schon den gegnerischen Kader eingeblendet, sodass ihr nicht gespoilert wurdet. Jammer im Schnitt, einfach eine Legende, oder? Hallo. Wir haben gegen den sympathischen Dude und den sympathischeren Dude gespielt, weil beide toll sind. Wir haben gegen Richard und gegen Levin gespielt. Ja. Wer von beiden sympathisch und welcher sympathischer ist, dürft ihr selber entscheiden. Schreibt's in die Kommentare. Ja, wen mögt ihr mehr? Stefan oder Levin? Sagt es. Habe ich Richard und Stefan gesagt eigentlich vorhin? Ich weiß es nicht. Nein, du hast Richard und Levin gesagt. Okay. Wer ist sympathischer? Stefan / Richard oder Levin? Schreibt es in die Kommentare. Teilt uns mit, wen ihr merken mögt. Und supportet Wake Me Up Before Your Coco. Let's go. aber der Kader ist cool. Leute, die andere Meinung haben in den Kommentaren. Das ist irgendwo, das ist ein irgendwie Sand-Kader, der nicht mal Sand haben muss, um geil auszusehen. Für mein Ex muss man nie Sand haben. Ja. Also Tita XK ist eine coole Kombi. Tita XK ist eine coole Kombi. Megazard X ist scary. Da ist ein Slowbro. Wir wissen, was die Geschichte mit Slowbro ist. Wenn nicht, guckt den Draft unserer Liga. Da ist Gengar. Gengar ist nervig. Ich hasse es, gegen Gengar zu spielen, weil Gengar immer gefühlt gegen mich Scarf mitkommt. Und ich werde Mental Outplayed von Scarf Gengar. Greninja, cool. Regi Eleki, ich finde das klingt gar nicht mal so kacke, wenn man es als Green Setter mitnimmt. Sonst ist es kacke. Wir haben Lendo, also ist sowieso kacke. Das tut gar nichts. Das drückt vielleicht Explosion, aber da, selbst da, I don't know. Waschakwil. Hat auch nicht so viel Schaden. Waschakwil ist defensiv cool. Offensiv nicht so. Ja. Foyal ist halt ein guter Spinner im C-Tier. Guter, wenn nicht sogar der beste Grass Spinner mit Moruda im C-Tier. Stoutland ist halt einfach Sand-User im C-Tier. Normales Medichamp ist Swaggy. Und deren Fee ist Flunkiefer. Jungs, holt euch eine bessere Fee. Bitte. Like, please. Obwohl, man braucht nicht so unbedingt Feen. Ja, der Dank ist so, Dragons fühlen sich, also Dragons, die schneller als 100 sind, fühlen sich doch gegen diesen Kader sehr wohl. Also,
Like, ich möchte nicht sehen, wie Dragapult gegen diesen Kader aussieht. Ist ja schon mal passiert, weil wir nach Spieltag 7 sind, aber ich hab keine Ahnung mehr, wie das ausgegangen ist, das Game. Deswegen. Willkommen zu unserem Kader. Also insgesamt overall cooler Kader von denen, ich mag den. Aber jetzt kommen wir zu uns. Ja. Lando, Scarf, hat, Hui, war das, war das da schon das zweite Mal Scarf Lando oder das erste? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war das zweite, aber es kann auch sein, dass es das erste war. Wieder da, wie gesagt, Lando ein oder zweimal. Wir haben Scarf wieder dabei. Hariyama kam diese Woche mit. Ich glaube, es war sein einziger Auftritt, soweit ich weiß. Oder zweiter. Ja, Hariyama haben wir einmal mitgenommen. Ich will ihn eigentlich gar nicht weg. Ich mag ja Hariyama, er war nur irgendwie... Ja, ob er wegkommt, seht ihr dann irgendwann. Auf jeden Fall, ja. Mal schauen. Es war Assault West hier, damit der speziell schon tankt und trotzdem Rest offensiv mit CC, Knock of Stone Edge, was alles trifft, und Brick Break, um die Screens zu kontern, weil das Ding tatsächlich weil es tatsächlich die meisten Monster gut trifft und dann halt mit Brick Break dann Monster, die Screen ausnutzen wollen, dann fake trotzdem. Kofak war eigentlich mit eines meiner Lieblingssets an dem Spieltag, wenn ich im Nachhinein überlege. Ja. Holy genau, fuck, ich mochte Hex Knockoff mit Double Dings. Sehr cooles Mon. Ja, muss ich sagen. So viel zu plus 100 Dragon Types gegen diesen Kader, ne? Mhm. Man merkt schon, wir haben einfach. Wir haben eigentlich, glaube ich, das coolste Latias, also swaggigste Latias der ganzen Season gespielt. Weil. Wir haben HP Speed gespielt, wir haben Wish Protect damit gespielt, wir haben Draco gespielt und halt, um nach den Drops trotzdem drin zu sein, haben wir einfach EQ gespielt, weil gegen die halt Ground Move so gut aussah. Und auch um irgendwas zu treffen. Und jetzt kommt das Witzige, wir haben Minus Spätz Attack Wesen gespielt. Ja, wir haben Minus Spätz Attack Wesen gespielt, was uns nicht wehgetan hat. Weil wir trotzdem, glaube ich, mit Draco Charizard One-Hitted oder Two-Hitted haben, eins von beiden. Ich hab One-Hitted sogar, sonst hätten wir es nicht gespielt. Ja, Ace kam diesmal mit Heavy Duty Boots und Curl Change mit. Das war unsere Removal diesen Spieltag. Ich fand's witzig. Und dann hatten wir einen Full Fist 7 Meter groß. Mit Rocks. Und Toxic. Und Body Press. Das ist auch cool. Oder? Ich mag Meter groß, du. Aber bin ich überhaupt noch drin oder ist er rausgeflogen wieder? Egal. Kommen wir zum Kampf, würde ich sagen. Wir machen einmal kurz so. So, zack, zack. Bam, bam. Tada. Ja. Musik aus, für mich den Dark Mode an. Wir stellen auf Slow und gucken kurz, ob Robin wieder da ist. 5, 4, 3, 2, 1. Nein, ich fange Solo an. Geht ja auch, alles gut. So, wir sehen bei denen kam Saat, Xcar, Slowbro, Gengar, Eleki und Stoutland mit. Zwei davon, die beiden Sand-Nutzer ohne den Sand-Setter, bedeutet kein Sand diese Woche. Und ein paar Dinge, die ich gesehen hatte, kamen auch nicht mit, wie zum Beispiel halt Waschakwe oder Greninja, die halt beides okay waren. Ne? Aber insgesamt, ja, war scary. Geleadet hatten die mit, wir hatten mit Cinderace geleadet, glaube ich, weil Cinderace einfach der beste Play hier war. Und die mit Bro, bedeutet, es war nicht so nice, aber wir konnten halt einfach U-Turn. 30%, hier kam, ja. Ja, wir haben in Hariyama gegangen. Ich habe mir kurz den Chat durchgelesen, ob da irgendwas Nennenswertes drin war. Tut mir leid. Sie haben Scald gedrückt, also sie sind dann rausgewechselt. Hariyama hat Knock rausbekommen. Macht halt nicht viel gegen Charizard, ne? Das Ding, overheated auf einen Assault West, Ding, weil das speziell war tatsächlich. Wo es für uns eigentlich, wir dachten, es ist halt free. Und da ist das Saat weg. Weil insgesamt, das Heading hätte uns hier nicht umgebracht, auch physisch nicht. Oder ich dachte, obwohl doch, ich glaube, hatte das Dual Wing Beat? Ich weiß nicht, da war eine Diskussion, glaube ich, bei mir und Robin.
sind dann hier raus in Metagross gegangen, um Stoutland abzufangen. Der hat dann EQ gedrückt. Der Profi. Und ich glaube, wir sind dann jetzt hier auf... Sind wir hier auf den Toxic gegangen? Ja, wir sind hier auf den Toxic gegangen, auf das Bro. Wir sind hier auf... Und die haben uns gescoldet für einen Burn oder so. Keine Ahnung, warum die nicht einen Scold gedrückt haben, to be honest. Weil sie damit actually Momentum verloren haben. Weil sie einfach, auch nicht. Weil sie haben einfach Metagross angechippt, was halt nicht mehr so viel war. Dann kam halt, sind wir in Kaufhack. Und Kaufhack wurde natürlich geburnt. Tut halt nicht so sehr weh, sag ich mal. Es war sehr unlucky. Es tut nicht so sehr weh, aber... Dann kam Eleki rein. Ich glaube, wir haben trotzdem Hex gedrückt. Ne, wir haben Willow gedrückt, weil wir das predicted haben, weil wir einfach gut sind. Ja. Und dann, das war ich, by the way. Ja. Dann ist es wieder ein Bro rausgegangen und wir haben Hex gedrückt, glaube ich, hoffentlich. Ne, wir sind raus. Oh, wir haben noch mehr predicted. Nee, was machen wir bitte? Ja, das ist doch fein, das ist doch ja, fein. Ja, ja. Dann bam, Junge. Schaden, die sehen, Lando ist offensiv. Das Gold kommt, wir fangen den halt übel gut ab auf Hariyama und dann kann jetzt Hariyama coole Dinge machen. Dem Hariyama jetzt einfach Knock off drückt. Dann ist der Light Clay weg, bedeutet, die haben den, die haben Screens dabei und die Screens sind nicht lange da. Doch cool. Kommen wir halt den Dings rein, drücken Reflect. Hier wird. Sie drücken Explosion, macht uns halt nichts, weil sie burnt sind. War uns klar. Wir wollten einfach für den EQ gehen, falls sie rauswechseln. Stoutland kommt wieder rein. Wir gehen in Metagross. Der Crunch kommt, wir stacken also Metagross hier. Scouten damit, was Stoutland noch alles für Moves hat. Erfahren aber auch damit, dass es Bandit ist. Bedeutet, es kann seine Moves nicht wechseln. Bedeutet, wir können in Hariyama gehen und können hier for free einen Brick Break drücken. Welcher halt jetzt mit dem Reflect immer noch verdammt gut ist. Wenn Hariyama hier stacken, der Reflect ist weg und Stoutland ist verdammt low. Bedeutet, jetzt kommt halt Lando rein, pressuret den halt hart und die stacken den sogar. Womit das größte Problem, glaube ich, jetzt mit weg ist. Ich glaube, das zweitgrößte Problem war, ist es Scarf Gengar oder nicht? Ne, da war ja immer noch so eine kleine tolle Diskussion bei uns. Und weil wir halt Angst vor Scarf Gengar hatten, mussten wir halt irgendwie anders spielen, sag ich mal. Sind hier trotzdem für den EQ gegangen, der halt Stalobor viel Schaden macht und, ah ja, chillig, das ist Scarf Stalobor. Aber die stacken das einfach. Ja, Und weil sie auf den Flinch, nee, ja, wir sind auf den Flinch gegangen. Die sind aber auf den Flinch dort gegangen. Das Problem ist, ganz klar, also, wir haben auf jeden Fall nicht übersehen, dass das Ding Iron Head vor uns gedrückt hat, weil wir nicht übersehen hatten, dass wir Fullspeed ja waren und überhaupt nicht vergessen hatten, dass das bestimmt Scarf sein muss und jetzt immer noch uns hier gefragt haben, ist das denn Scarf Gengar? Aber, wir haben hier also Tacted, weil wir halt einmal dumm waren und sind dann jetzt hier auf Ace raus, welcher dann Shadow Ball getankt hat und haben wir halt jetzt hier U-Turn gedrückt. Ja. Weil das, die sind halt, weil die halt langsamer sind, sind sie rausgegangen, natürlich, weil sie gestorben wären, aber das wussten die ja nicht zu dem Zeitpunkt und dann macht halt Kofek jetzt Hex. Und weil Kofek Hex gedrückt hat, sind auch ich und Robin endlich aufgewacht und haben gesehen, dass das Ding Black Sludge ist. Und weil Kofek einfach ein cooles Pokémon ist und die Anti-Ghostberry hat plus den Burn einfach tankt. Ne? Das ist so cool. Wir haben jetzt hier zwar den Disable bekommen, aber ich glaube, wir wären hier eh rausgegangen, weil wir auf Differenz spielen wollten. Ja. Ne? Wir wären hier immer in Lati gegangen, weil Lati... Übrigens, Lati saven war Robins Idee, weil wir halt noch nicht den Scarf nicht gecheckt hatten, ne? Ja, und Lati gewinnt halt... Monst, was Slowbro 1v1. Ja, richtig. Und Lati 1v1 zu dem Zeitpunkt jetzt Slowbro, weil die AV sind. Bedeutet, die haben selber kein Toxic dabei. Drücken Future Sight. Wir Wish Protecten eigentlich. Bedeutet, ich kann auch jetzt hier mal auf Normal stellen, damit es ein bisschen schneller geht. Weil ich glaube, oh, übrigens, Icy Wind, der Icy Wind ist cool. Aber wir drücken jetzt hier EQ, damit er am Toxic stirbt. Der Future Sight killt nicht. Das war natürlich predicted von mir.
Das war so dumm von uns. Egal, auf jeden Fall haben wir diesen Spieltag damit 4-0 gewonnen. Oder hätten wir es fast 3-0, richtig 2-0 gewonnen, hätten wir zweimal missplayed noch am Ende. Aber ich glaube, der Sieg war uns hier durch den Toxic sicher. Ja. Dadurch, dass er als Slowbro einmal kein Healing hatte und einmal kein Toxic. Ja. Damit gewinnen wir Spieltag Nummer 5 und stehen hiermit zu unserem jetzigen Zeitpunkt, weil ihr, die nur YouTube schauen, noch nicht die anderen Spieltage kennt, 3-2, Robin. Holy. Ja, es ist insane. Es ist insane. Positiv einfach. Ja. Positiv. Die ersten beiden Spieltage waren halt gegen Richie und Benny. Was soll man da machen? Richtig. Aber dann, und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Denn morgen müsste es sein, wenn alles gut ausgeht, geht's gegen Schmock. Mhm. Schei auf ihr Verein. Ne? Das war's heute schon tatsächlich. Es muss immer eine nachkommentierte Variante von der TPL geben pro Spiel, pro Season. Weil endlich mal gibt's das in unter 20 Minuten Video. Was ihr euch kurz zum Snacken oder so reinziehen könnt. Ich hoffe, es hat euch halbwegs Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr gerne was Positives da lassen. Und schaut gerne bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und besonders bei Andy. Bei Andy kommt dieses Wochenende sein TPL-Hinrunden-Video, das Best-of der Hinrunde von Tentacool and Witches. Schaltet auf jeden Fall rein, ja, das wird sick. Das wird das coolste Video der Welt. Zweitcoolste. Das kommt. Ich will mal beenden die Glocke. Na, zweitcoolste, weil vergiss nicht, das eine geplante Video, was von mir noch kommt in Zukunft, wird cooler. Oh, ja, gut. Das ist dann auch crazy. Das wird ist übrigens. Das wird schon sehr cool, das Video. Ja, ja. Die wir beenden und auf alle schalten. Ja, genau. Mhm. Wir halten die Abmods mal kurz, weil wir alles kurz halten heute, weil es heute unser Theme ist. Gehört it? Robin sagt einfach mal. Eure Themenfilme über 2 Stunden lang. Hör bitte anmerken, dass wir nicht mal die sind, die am langsamsten gespielt haben diese Season. Aus unserer Division. Nein, ich war übel schnell. Ja, also ich hab dich halt übel schnell gemacht. Okay, vielleicht. Naja. Spieltag 7 werdet ihr noch sehen, was ein bisschen an das schnelle Problem war, sag ich mal, aber. Da waren beide manchmal langsam. Nein, du weißt, was ich mit Spieltag 7 mit schnellem Problem meinte. Egal. Ja, gut. Jedenfalls. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Bye.